Liebe Leute, Servus, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zu Phasmophobia. Wir sind auf dem Beta-Bild und spielen die neue Karte Gefängnis. Ansonsten gibt es überhaupt nichts über Neues über Phasmophobia zu sagen. Es ist einfach nur eine neue Karte des Gefängnis. Er hatte gesagt, es ist die größte Karte, die es bisher im Spiel gibt. Hier sehen wir sie. Gibt es mehrere Stockwerke? Ja, zwei Stockwerke gibt es. Allerdings sagt er gleichzeitig, es ist nur eine Dreispielerkarte. Wir schauen es uns einfach mal zu zweit an. Wir spielen auf Fortgeschritten und begrüßen vielleicht auch mal Rado. Hallo, Rado. Okay, Rado ist leise. Das Funkgerät ist dafür ziemlich laut. Also, wir sollen räuchern, wir sollen Bewegungssensor und wir sollen Waschbecken. Okay. Daniel White und ist ein Gruppengeist. Okay, wir haben Gruppengeist. Das ist ja schon mal praktisch. Also wir haben an sich die Lust an Phasmophobia noch nicht ganz verloren. Ja, spielen. Das können wir schon mal gebrauchen. Und wenn du so Ansagen machst und so, es wäre voll hilfreich für mich, wenn du dabei V drückst, damit ich mitkriege, was du sagst und wann du fertig bist. Merke ich mir, falls wir nochmal irgendwelche anderen Phasmophobia-Videos machen. Kommt er jetzt nach 20 Folgen? Ich habe jetzt nichts verstanden. Okay, er sagt, du bist über dein Funkgerät verdammt leise. Okay, und die Umgebungssound ist besser, oder was? Da verstehe ich dich klar und deutlich. Bitte probier nochmal Funkgerät, schnell. Ja, Test, Funkgerät, Test, Test. Ich habe dich ein bisschen lauter gemacht, aber so ideal ist es tatsächlich nicht. Ich habe jetzt keinen Unterschied festgestellt. Ja, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt an dir liegt. Ich glaube, das liegt an dem Funkgerät an sich. So, hauen wir mal rein, oder? Gruppengeist, Waschbecken, Räucherstäbchen, Bewegungssensor. Ich habe Temperatur und Kamera dabei. Kamera, wo ist denn... Ja, Frage ist, ob man ein Foto sofort mitnehmen, aber ich würde sagen, ja. Okay, wir gehen hier unten rein. Einer links, einer rechts, würde ich sagen. Also wir spielen an sich immer noch, nicht mehr ganz so viel wie früher, aber wir spielen noch. Ich schätze mal... Okay, also das ist schon mal irgendwie geil hier, der Innenhof, ne? Das ist schon mal sehr geil, ja. Okay. Ja, wir spielen immer noch sehr viel. Nicht mehr so wie früher und vor allen Dingen nicht mehr für die YouTube-Videos. Die werden eh kaum geklickt. Aber für die neue Karte haben wir jetzt auf jeden Fall gesagt, probieren wir nochmal oder machen wir nochmal. Ich glaube, es wird auch immer wieder bei anderen Patches wird es auch immer wieder vorkommen, dass wir spielen. Weil an sich haben wir nach wie vor Bock auf das Spiel. Wir merken aber, wir sind inzwischen... Die Geräusche sind auch schon mal cool. Man hört richtig Stacheldraht im Wind und so. Ich höre nichts. Ich höre keinen Stacheldraht. Okay, Hände natürlich desinfizieren. Hast du schön desinfiziert, ja? Ist wichtig. Ja, ich bin desinfiziert. Von oben bis unten. Bing, bing! Das wäre jetzt doof, wenn wir an der Schleuse alle unsere Geräte abgeben müssten. Allerdings. Beleuchtung ist ja eher spärlich. Okay. Ja. Also wie Rado schon meinte, man wird immer mal Videos von uns sehen. Wir sind aber inzwischen so professionell. Wir laufen teilweise nur noch... wo ist denn Rado? Wo bist du, Rado? Ah. Da war noch eine Tür anscheinend irgendwo. Ach, da ganz hinten, okay. Bei mir hat was gepfiffen. Okay. Oh. Irgendwas quietscht und pfeift bei mir. Das ist etwas seltsam. Administration. Noch
Hier ist der Rado. Was ist mit dem Knochen? Das sind deine Knochen, die hier quietschen. Ach so. Ja, hier drinnen übrigens quietscht immer ein bisschen. Okay. Geil. Okay. Das ist ja schon mal sehr geil gemacht hier. Beiß mir ein bisschen in die Hose. Weil ich finde es jetzt nicht so schlimm wie die Schule oder diese alten Farmhäuser tatsächlich. Ich gehe jetzt hier bei mir einfach mal die Treppen rauf. Ja. Okay. Munition. Wird wahrscheinlich das berühmte Schwamm sein, der hier am Boden liegt. Fällt vielen Häftlingen nicht so. Okay, wir spielen auf fortgeschritten, habe ich glaube ich schon gesagt. Hallo? Gehst du noch weiter auf? Lämmt ein bisschen die Tür hier. E-Block. Gib uns ein Zeichen. Hätten vielleicht erst... Was ist das? Erzählt er jetzt jeder... Auf. Also das hörst du, das Quietschen auch? Ja, das ist von diesen rostigen Metalltüren, ja. Also ich hoffe jetzt mal nicht, dass hier jede Zelle als Zimmer zählt. Das meinst du doch, oder? Da macht er mal so... War jetzt ein bisschen komisch, ich weiß. Handschellen, okay. Wenn jetzt hier jede Zelle als Zimmer zählt, ja, dann gute Nacht. Meinst du, hier zählt jede Zelle als Raum? Ich vermute eigentlich schon, ja. Scheiße. So, auf der rechten oder auf der linken Seite vom Knast? Ich müsste auf der rechten Seite sein. Aber noch nicht bei irgendwelchen Zellen, oder? Nee, hier sind keine Zellen, nein. Ich bin gerade am überlegen, ob ich direkt nach links rüber gehe, weil hier immer dieses komische Geräusch gefühlt von links kommt. Boah, also dieses Geräusch hier von der Tür und so ist ja echt heftig. Aha, hier. Was haben wir hier? Innenhof. Geil. Aber hier kann er nicht sein. Da hinten ist auf jeden Fall eine Tür. Schön Gewichte heben und so. Geil. Jetzt mal über den Innenhof auf die andere Seite rüber. Hier gibt es ein Gefängnis-Innenhof. Ich bin jetzt durch den Innenhof auf die linke Seite rüber gewandert. Also falls du in den Zellenblock B kommst, da war ich nur unten und auch nicht überall. Ja, ich leider auch. Bist du hier? Hier. Gib uns ein Zeichen. Aber was gibt man denn hier für ein Zeichen? Normalerweise klingelt halt ein Telefon oder es geht Licht an und aus. Aber was gibt man denn jetzt hier für ein Zeichen? Buch rumfliegen. Da war gerade was. Gib uns ein Zeichen.
ist das unglaublich. Also hier den Geist zu finden, das ist echt heftig. Sind jetzt laut OBS bei 10 Minuten. Also wahrscheinlich irgendwie so 7 Minuten hier drinnen. Wir hatten schon Maps, da waren wir jetzt schon wieder auf der Heimfahrt. Gib uns ein Zeichen. Nicht nur die Orientierung ist hier kompliziert, weil ich es tatsächlich jetzt gar nicht so gruselig finde. Das Problem ist jetzt bloß, was machen wir, wenn wir mit Temperatur überhaupt nicht finden. Es gibt ja vereinzelt Geister, oder einen glaube ich. Da merkt man mit Temperatur eigentlich gar nichts. Und die Map zeigt er hier als 3-Spieler-Map. Da möchte ich nicht wissen, was er noch, was der Entwickler noch vorhat mit neuen 4-Spieler-Maps. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Ja. Also bisher muss ich sagen, finde ich die Map eigentlich nicht so gut. Also stimmungsvoll ist sie. Passend zum Spiel irgendwie. Aber man will ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Und ich stelle mir das jetzt gerade auf Profi vor, wo der Geist, wenn man Pech hat, sofort huntet, schon nach den ersten paar Minuten. Hatten wir in der Schule mal, obwohl wir sogar zu dritt gespielt haben und wussten, wo der Geist ist, dass er uns, kaum haben wir das Gebäude betreten, hat er ständig gehuntet. Hier liegt ein Bett schief, aber trotzdem ist nichts. Wir haben nicht einen einzigen Beweis bekommen. Deswegen, also ich habe noch nicht mal den geringsten Hauch einer Ahnung. Wo wir anfangen. Okay, da geht's dann wieder runter. Gib uns ein Zeichen. Das war das Zeichen erhandelt. Ist auf jeden Fall bei mir irgendwo. Eigentlich ist die geistige Gesundheit schon runter. Er hat aber keine Fußabdrücke. Sekunden, glaube ich, handelt er. Ja. Lebst du noch? Ich lebe noch und ich glaube, er war hier im A-Block. Also bei mir hat's geflackert, das nicht, und ich habe Ausschritte gehört. Ich dachte, ich hätte Ausschritte gehört. Hast du richtig deutlich Schritte gehört? Ja, so geht's mir aber auch. Also ich vermute, dass unsere Sanity schon runter ist. Hier ist gerade Licht angegangen in dem Raum, in dem ich bin, ohne dass ich daran beteiligt war. Sonst irgendein Zeichen? Ich glaube, ich lebe nicht mehr lang.
Er huntet aber nicht. Kannst du dir merken, wo du bist? Weißt du immer noch rechte Seite oder so? Also definitiv wieder Erdgeschoss. Ich bin wieder runtergegangen. Und ich bin im Besucherbereich, bevor es zu den Zellen geht. Er huntet. Wir hören nichts. Er huntet. Estrado lebt auch noch. Würde er jetzt schnell aufhören zu hunten, da Rado erwischt. Lebst du noch? Ja, geh mal raus. Versuch mal rauszukommen. Das liegt wahrscheinlich an der Sanity, nehme ich mal an. Knochen hätten wir. Ich habe einen Knochen. Also ich bin jetzt draußen und ich habe hier 4 Grad auf einer Stelle. Kurz bevor ich ausgegangen bin, konnte ich 4 Grad messen. Also du kannst auf jeden Fall zu mir kommen, wenn wir uns wieder... Ich gehe erst mal raus zum Truck. Hier ist alles offen. Okay, ich sehe den Truck. Ich kann dir also zeigen, wo wir hin müssen. Oh, hier geht's rauf. Muss ich erstmal noch rausfinden. Also irgendwo in die Richtung auf jeden Fall. Nast. Irgendwo hier nach rechts. Deine Sanity ist bei 27%. Meine ist bei 17%. Naja, deswegen hat er gehandelt. Ah, hier im Eingangsbereich ist er bei 4 Grad. Okay, das ist heftig. Wäre natürlich komisch, wenn er jetzt direkt im Besuchereingang ist und da, wo wir am Anfang waren, hat er nichts angezeigt. Jetzt sind wir bei 18 Minuten Aufnahme. Mindestens am Anfang beim Suchen, ja. Was nehmen wir denn mit? Ich nehme jetzt mal einen Bewegungssensor mit rein. Und vielleicht das Buch und leg das der Ball mal dahin, oder? Was machen wir denn jetzt? Eingangsbereich oder was? Ich hab ne Kamera dabei. Also geh schon mal vor und lauf mit EMF ein bisschen rum. Das ist das Problem an den großen Karten. Wir sind jetzt, ja, wie gesagt, bei, keine Ahnung, 15 Minuten in dem Haus drinnen. Und haben noch gar nichts. Außer jetzt den ersten Anhaltspunkt. Das ist halt schon ein bisschen. Ja. Gib uns ein Zeichen. Welchen Raum meint er? Ich hatte es hier vorne rechts. Was ist da? Hier hatte ich die niedrige Temperatur. Also EMF ist hier gar nichts. Gib uns ein Zeichen. Irgendwo gegen eine Tür. Tür?
Bist du hier? Schreibe ins Buch. Hatte ich noch dabei, habe ich gesagt. Ah, Kamera. Einfach mal hier ein bisschen wild rumlaufen. Wo hat er das Buch hingelegt? Da hat alles hier. Okay, alles hier. Mach die Kamera einfach mal hier hin. Ich habe keine Ahnung. Gib uns ein Zeichen. Okay. Hier rechts im Gang drinnen, da hat gerade das Licht geflackert, nachdem ich gesagt habe, er soll uns ein Zeichen geben. Also wenn du jetzt reingehst, gleich rechts in dem Raum und dann den Flur, also da siehst, da schaust du nochmal, wenn du gleich nach links schaust, nochmal auf eine Tür und da hat es, also nicht in dem Raum drinnen, aber da davor hat das Licht geflackert. Na gut, vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen näher. Wir nehmen mal, wir sollen räuchern. Genau da, jetzt rechts von dir, das Licht hat geflackert. Also nicht in dem Raum drinnen, jetzt rechts in dem Flur drinnen quasi. Genau da hat das Licht geflackert. Ich streue da jetzt mal Salz. EMF nehmen wir noch mit. Salz, vielleicht finden wir Fußabdrücke. Wird eine Mega-Folge, 22 Minuten. Weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal so lange gespielt haben. Licht ist aus. Ich habe Salz dabei. Das EMF hat noch gar nicht ausgeschlagen. Aber er hat hier gerade Sachen rumgeschmissen. Ich sehe nur nicht was. Echt schwer. Wahnsinnig schwer. Aber das Setting an sich ist schon sehr geil, muss man echt sagen. Okay, UV-Licht. Ich hab noch mal Tabletten genommen. Er ist ja auch relativ aktiv, der Geist. Ja, eigentlich andauernd. Ne? Nicht meine Kamera. Es ist meine Kamera. Ja. Hab sonst nichts in der Hand. Dann nehme ich noch mit. Was nehmen wir noch mit? Audiosensor. Nein. Und wir nehmen hier so einen Sack. Also wirklich schwer. Wirklich schwer. Aber ist jetzt mal vollkommen egal, ob wir das jetzt positiv schaffen oder nicht. Wir wollen ja in erster Linie mal die Map zeigen. Das haben wir ja schon mal getan. 24 Minuten Aufnahme. Ist zu lange. Also jetzt nicht an sich wegen der Aufnahme, sondern wegen der Dauer der Map. Zweit ist das nicht gut spielbar. Da geht die Schule tatsächlich besser oder das Asylum. Da waren gerade Fingerabdrücke, oder?
Da, wo ich jetzt hinschaue. Am Fenster. Da. Unten rechts. Die Scheibe unten rechts. Das habe ich schon im Forum gelesen. Es gibt anscheinend Probleme mit den Fotos wegen Fingerabdrücken und sowas. Hast du ein Fotoapparat, das wir nochmal mit Anleuchten probieren? Nee, habe ich nicht. Schmeiß mir eins von beiden hin. Mach mal dein Licht aus, vielleicht ohne Taschenlampe. Du musst aber weiter nach links, du leuchtest dann die Wand an. Geh mal einen Schritt zurück, bitte. Ja, und jetzt nochmal, genau so. Nee, geht nicht. Aber es sind eindeutig Fingerabdrücke. Fußabdrücke haben wir auch hier. Die Fußabdrücke übernimmt er auch nicht. Aber wir haben als Beweis Fingerabdrücke. Also ich habe, weil sie bei dir nicht gesehen, gezeigt wurden, ich habe sie eindeutig gesehen. Hier sind auch Fußabdrücke, Buch ist leer. Daniel White, schreibe ins Buch. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal den ersten Beweis, Fingerabdrücke. Jetzt gucke ich mal wegen der Box. Und räuchern müssten wir ja auch. Aber wir haben es sonst noch nicht. Aber die Fingerabdrücke ist ja schon mal ein super Hinweis. Wo ist denn die Box? Hast du die Box dabei? Nee, die liegt zu deinen Füßen. Wir müssten auch ausräuchern, falls du Lust hast, ist die Quest. Kann ich noch was mitnehmen? Kann ich noch was mitnehmen? Ich schmeiß mal ein Kreuz hin. Ah, ich hab noch. Ich habe ja den Audiosensor hier dabei. Ich hab den Audiosensor noch dabei und jetzt die Box eben. Wo räuchere ich denn aus? Ich würde einfach den Flur entlang gehen. Wenn du willst, du kannst auch kurz warten mit den Räuchern. Also ich hänge nur die Sachen aus und versuche mal schnell mit ihm zu reden und dann gehe ich raus und dann schaue mal, ob die Quest irgendwo abgehakt wird. Und spare mal auch ein bisschen Sanity, wenn wir jetzt nicht zusammen hier wieder sinnlos rumlaufen. Dann warte ich jetzt vor der Tür. Bist du hier? Ja. Direkt auf die erste Frage hat er geantwortet. Eigentlich, dass er weit weg ist. Oder was heißt far? Weit, oder? Ja, far heißt weit, ja. Aber er hat direkt da geantwortet. Ich habe mich in den Flur reingestellt. Ich habe die Box da auch hingeschmissen auf den Boden. Direkt geantwortet. Komm übrigens schon zum Laster. Du kannst reingehen. Okay, also 2 von 3 Hinweisen hätten wir. Schauen wir mal. Lauf einfach mal den Flur entlang. Das Waschbecken werden wir nicht finden. Was macht denn jetzt? Hast du was vergessen? Bewegungssensor brauchen wir noch. Dann würde ich da anfangen, wo die Box liegt, mit Räuchern und dann den Flur entlang gehen. Ja. Bestes nicht erledigt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und?
nicht erfüllt. Habt ihr die Bewegungssensoren überhaupt schon erfüllt? Nee. Ja, dann sind wir noch nicht genau auf dem richtigen Ort, ne? Nein. Ich würde ja... Ich würde jetzt auch noch mal räuchern, und zwar den kleinen Raum daneben, der da noch drinnen ist. Schau du einfach mal auf die Quest. Das Problem ist, dass in dem Flur ja überall Fußabdrücke und alles sind, also... Ein bisschen seltsam ist das schon. Mal an, Quest ist nicht erfüllt. Jetzt. Nein, leider nicht. Nein. Aktivität 10, falls du mich hörst. Ich höre. Komm aber auch schon wieder raus. Es ist seltsam. Ich bin einfach nur nochmal wie du den Flur hinten entlang und hab hinten bis hinter zur Tür. Also kann es höchstens sein, dass es doch der Hauptraum ist, und zwar hinten bei der Tür irgendwo. Ich bin aber eigentlich nicht mehr wirklich durch die Tür durchgekommen. Aber dann sollten wir einen von den beiden Bewegungssensoren da hinten mit hinhängen. Wir haben nur einen Bewegungssensor, der hängt. Ah, ich sehe es, ja. Schauen wir mal kurz. Spirit, Gespenst, Poltergeist. Spirit, Gespenst, Poltergeist. Poltergeist wären Orbs. Gespenst wäre Gefriertemperaturen. Spirit wäre Geisterbuch. Wir bräuchten Buch, Orbs oder... Buch, Orbs oder Gefriertemperaturen. Problem ist, wir haben keine Orbs. Es müsste dann die falsche Kamera sein. Wir haben soeben den Geist per Bewegungssensor festgestellt. Kannst du eine der Kameras, die rumstehen, bitte auf die Tür richten? Kannst am besten die nehmen, die ich da auf den Ding gestellt habe. Auf den. Ja. Du hast, glaube ich, die Kamera gerade runtergenommen. Macht er denn? Hat. Uah! Da war er. Da war er. Hast du ihn gesehen? Ich hab ihn gesehen und meine Teile zittern immer noch. Ja, ich hab's in der Kamera gesehen. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Der ist direkt auf dich zugelaufen. Buch, Orbs oder Gefriertemperaturen? Die Kamera hast du jetzt aber nicht hingestellt, oder? Klar, hab ich sie hingestellt. Die steht jetzt auf dem Mülleimer, gerichtet auf die Tür. Ja, du
Also wir brauchen, dann beobachte du mal, ich gehe nochmal rein. Wir brauchen Orbs, Gefriertemperaturen oder Buch. Ich gehe nochmal mit Temperatur rein. Ich vermute aber, dass die Gefriertemperaturen ausschließen, ganz hätten wir ja nichts gehabt. Es fehlt trotzdem noch der dritte Beweis, also nehme ich es nochmal mit. Ja, wahrscheinlich tippe im Moment auf Buch. Das Buch siehst du von der Kamera. Sind schon bei 35 Minuten, das ist viel zu lang. Okay. Gefriertemperaturen. Wo ist denn das zweite Buch? Hier im Auto. Reibe in das Buch. Schreibe in das Buch. Aber er schreibt nicht. Soll ich das zweite Buch noch reinbringen? Keine Ahnung, wir sind eigentlich schon viel zu lange hier drin. Das war die falsche Taste. Wir sind viel zu lange hier schon drin. Ich habe keine Ahnung. Ich würde vermuten, dass es ein Poltergeist ist. Aber bin schon wieder raus. Also ich habe ihm noch zweimal aufgefordert, ins Buch zu schreiben. Habe das Buch auch nochmal ein bisschen umgelegt. Und zwar genau so in den Flur rein, wie er gerade auf dich zugelaufen ist. Hat trotzdem nicht reingeschrieben. Also meine Vermutung wäre in erster Linie mal ein Poltergeist, wegen dem Zeug, was rumfliegt. Für einen Poltergeist bräuchten wir aber Orbs. Ja, Gefriertemperaturen waren es aber definitiv auch nicht. Nee, wie gesagt, ich bin ihm ja begegnet. Spätestens da hätte ich quasi diesen Kälteschauer, Kälteatem haben müssen. Ja, so ist es. Also meine Vermutung wäre Poltergeist, Abfahrt. Ja, wir sind schon viel zu lang hier eigentlich. Ja, Onkel Toni war 15 Jahre hier. Das mag sein. Wir sind seit 39 Minuten hier. Ja komm, stell ein, dann fahren wir ab. Jetzt bin ich mal gespannt, was es ist. Sehr gespannt. Es war jetzt eine Folge 40 Minuten. Normalerweise muss man nach 15 Minuten nicht raus sein aus so einem Haus. Spirit. Machen wir Discord wieder an. Also, es war ein Spirit. Okay. Spirit war, glaube ich, Gefriertemperaturen? Oder war Spirit
Was haben wir gesagt? Orbs, Gefriertemperaturen oder Buch? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Nee, ich weiß es auch nicht. Aber... Schwer. Buch hat er nicht reingeschrieben. Ich meine, ich bin froh, dass wir es geschafft haben, den Ort zu finden. Aber ich habe auch wirklich gedacht, wir sterben vorher. Ne? Der hat ja zweimal gehuntet, bevor wir auch nur eine Idee hatten, wo er war. Ja. Ja. Also wir sind jetzt schon bei 40 Minuten Aufnahme, Rado. Deswegen, also ich habe es während der Aufnahme immer wieder gesagt. Ich finde, Schule oder auch als Asylum geht zu zweit schneller. Ich finde das Gefängnis hart mit den ganzen kleinen Zellen und sowas. Dein Fazit? Ja, ich finde es geil, ne, weil es gibt auch mal wieder ein neues Gefühl. Dadurch, dass man nicht mehr weiß, da ist die Ecke, da ist die Ecke. Das ist wichtig, glaube ich, auch fürs Spiel. Ja, bei mir hat es Spaß gemacht. Ich hätte jetzt fast gesagt, nach so einer... Also ich finde die Karte schon wirklich... Das groß. Da wäre es vielleicht für die Stimmung ein kleines Polizeirevier mit ein paar kleineren Zellen und so cooler gewesen. Also ich finde die Karte an sich von der Aufmachung her wahnsinnig geil. Aber dass wir jetzt 40 Minuten für eine Karte, oder wir haben ja auch ein bisschen vorher geredet und so, dass wir jetzt 35 Minuten für eine Karte gebraucht haben. Normal sind wir nach 15 Minuten aus einer Karte raus. Finde ich heftig. Also selbst als wir Asylum und Schule zu dritt gespielt haben, haben wir selten so lange gebraucht. Oder noch nie so lange. Vielleicht schon mal 20, 25 Minuten. Aber eine halbe Stunde oder 35 Minuten ist schon deftig, oder? Ja, vor allem ist es auch wirklich beklemmend aufgrund der Größe. Also das ist schon wirklich... du kennst dich nicht aus, du hast keinerlei Idee, wo du dich aufhältst. Also es war ja viel Glück dabei, dass ich sofort wieder beim Ausgang war und so. Das lernst du ja mit der Zeit kennen. Also das ist jetzt wieder, das ist ja so wie Asylum. Gut, ich habe vielleicht auch ein bisschen ein besseres, mir fällt es das Artengedächtnis oder sowas, weil wir haben auch beim Zu-Dritt-Spielen schon öfter gemerkt, dass ich... Eine bessere Orientierung meinst du? Genau, das meine ich. Dass ich meistens wesentlich schneller die Wege zurückfinde als du oder ihr. Aber... Also, was mich ein bisschen irritiert, ist, ob jede Gefängniszelle wirklich als ein Raum zählt. Also, klar, wenn du dich mit der Temperatur in die Mitte vom Gefängnisblock stellst, wirst du sie sicher nicht feststellen. Aber wenn ich jetzt an den Zellen vorbeilaufe, ob dann zum Beispiel auch schon ein Ausschlag da ist. Und wir hätten eigentlich ganz am Anfang jetzt schon die Temperatur feststellen müssen. Ja, war das denn derselbe Eingang, ganz sicher? Ja, da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Es gibt nur einen Eingang. Und ich bin an der Tür da hinten, ich habe sogar reingeguckt. Ich bin das ganz am Anfang sogar durchgelaufen. Genau an der Stelle bin ich durchgelaufen. Erst bin ich durch den Haupteingang rein, dann habe ich gesehen, dass es nach rechts geht, bin wieder zurück. Bin also genau an der Stelle schon mal vorbeigelaufen. Okay, kein Kommentar mehr. Dann erstmal, Leute, ich hoffe, die Folge war nicht zu lang für euch. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck von der Karte bekommen, weil die Karte haben wir uns ja, habe ich ja in aller Ausführlichkeit gezeigt. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.